Servus Leute, zurück zu einer neuen Folge von Let's Play The Binding of Isaac Rebirth. Wir machen eine neue Challenge. Diesmal machen wir It's in the Cards. Karten, es geht hier nur um Karten. Wir haben wunderbare Sachen. Wir haben zwei Arten von Batterien. Eine, mit der es, glaube ich, mit einer Ladung direkt weitermacht, wenn ich es nutze. Die andere birgt, ich glaube, wenn ich getroffen werde, chargt es sich auch auf. So, dann haben wir, ja. Oh, wir haben den Joker gleich. Ach, wir können zwei Karten tragen. Na, dann geht man gleich mal in den Teufelsraum. Um zu sehen, ja, nein. Nein. Zwei Herzen ist zu teuer. So, Hermit und eine Kreditkarte. Jetzt weiß ich bloß nicht... Guppies Collar. Vielleicht werden wir Guppy. Wobei, Mom ist es wieder... Guppy zu werden ist jetzt nicht wirklich schwierig. Nicht wirklich. Keine Ahnung. Kreditkarte. Oh, wenn ich einen Schlüssel bekäme, könnte ich im Shop alles kaufen, was dort ist. Gib mir einen Schlüssel. Schön, aber kein Schlüssel. Ich würde sogar eine Bombe tauschen gegen einen Schlüssel. Last. Du willst mir nicht zufällig einen Schlüssel geben? Nee, normalerweise gibt er mir, glaube ich, keinen Schlüssel. Er gibt mir andere Items. Komm. Das Dumme ist... Genau, er gibt mir Spritzen. Das Dumme ist, mit dem Hermit käme ich zum Shop rein. Options. Ich kann leider keine Steuerung nachsehen. Und so wie ich keine Taste habe, um ein Trinket abzulegen auf meinem Controller, soweit ich weiß. Ah, geil! Ich habe mal die Taste genutzt, die ich am wenigsten nutze. So, ja. Ich nehme es einfach mal. Judgment. Die Dauer. Mach nochmal Judgment. Ach ja, ein Penner. Ich habe jetzt eine Bombe und einen Schlüssel. Die Kreditkarte war jetzt nicht so toll. Naja. Was zum... Rollbomben! Das ist ja unfair. Warum sind die zweimal da? Einmal ist ja schon schlimm genug. Hier, greift den Bettler an. Fokus den Bettler, nicht mich. Evil Range Shoot Speed Up. Okay. So, ich könnte dort oben rein. Vielleicht ist da noch ein Guppy-Item. Ja, okay. Ich weiß nicht, was die Maske macht. Das muss ich leider zugeben. Ich habe die nie so wirklich... Ich habe sie schon ein paar Mal bekommen, aber ich habe nie einen Effekt gemerkt, was sie kann. Sweet Suffering. Hört sich irgendwie an, als würde man mit dieser Maske wollen, dass man getroffen wird. Vermutlich irgendein Effekt, wenn man getroffen wird. Vielleicht eine Chance, dann irgendwas... Irgendwas zu droppen. Und dann irgendwas... Wir werden es bestimmt herausfinden. Wenn nicht, auch kein Weltuntergang. Ein geschenktes Item, solange es nichts Schlechtes macht. Nehme ich es gerne mit.
Ärgerlich, dass ich die Kreditkarte bekommen habe und sie nichts Gutes gebracht hat. Das hätte man voll nutzen. Könnte es sein, dass es auch dafür sorgt, dass ich häufiger sowas bekomme? The Sun. Ich glaube, das nutze ich, wenn dann... Was war hier noch? The High Priestess. Two of Hearts. Die High Priestess brauche ich nicht. Jetzt kann ich Two of Hearts nutzen. Geht weg! Geht alle weg! Ich mag euch nicht! Double Boom! So ein Lebensitem wäre nicht schlecht, aber Geld! Geld wäre nicht schlecht! Der Hybrid, die kann ich beim Boss nutzen. Hoffe ich. Oder hier? Oder? Komm, schmeiß mal eine Bombe, damit. Genau, damit wir ein Platz wird. Auf der Seite bitte auch. Ah, hier sind leider keine. Keine lila Steine. Das muss ja nicht sein, dass der mich noch trifft. Die Bombe nehme ich an mich. Okay, dann sind wir hier eigentlich durch. Tja, in den Raum reinschauen brauche ich gar nicht. Mit no money geht da nichts. The Fallen. Na komm. Ja, komm. Boah. Was? Ja, besser so. Wir fallen nochmal. Da hat mich Guppies Cola gerettet. Die einen ganzen Schaden mit ihrem Body. Oder kriege ich jetzt durch dieses komische Item jetzt extra Damage? So, jetzt die Sun und tot ist es. Oh, die Katze. Das wäre zwar ein Wehr. Oh Gott. Ich würde sie nur als letztes Item nutzen. Ich werde sie nicht so nutzen. Schade. Jetzt hätte ich gerne das Sun genutzt. Ich habe kein Damage-Up-Item. Ich habe kein HP-Up-Item. Ich habe eigentlich noch gar nichts Gutes gefunden. Das sind halt nur komische... Oh, vielleicht ist das der Effekt. Ich wusste doch. Chance beim Schaden der Hierophant. Warte mal, was macht nochmal der Hierophant? Leben. Herzen. Genau. Wenn ihr Guppies Items geben wollt, dann bitte hier in solchen Sachen. Ich könnte jetzt noch Guppies Kopf gebrauchen. Den würde ich bloß antatschen, weil ich finde das Tarot-Set-Kartenteil, besonders da ich zwei Karten tragen kann, gar nicht mal so schlecht. So, erstmal einen. Erstmal den einen loswerden. Gar nicht mal so einfach. So. Wenn man bedenkt, gerade hat mich Guppies Cola vorm Ende gerettet. So wie wieder 6 Herzen. Sweet Suffering ist bestimmt, wenn ich Schaden bekomme, eine gewisse Chance, dass ein Seelenherz droppt. Okay, da ist er weg. Ah, das müssen wir anders machen. So. Genau. Und jetzt der letzte. Ein Treffer, oder? Ja.
Karte. Hermit. Ja, wieso nicht? Oh, there's options. Das hätte ich gerne. Das hier. Gib mir Rabatt. Gib mir umsonst. Gib mir eine Kreditkarte jetzt. Okay, Mr. Bombs. Explodiert einfach. In einer Kettenreaktion. Genau. Dann muss ich nur dieses Viech loswerden. Sehr gut. Oh, das ist ja... Komm. Erstmal die Spinnen loswerden. Dann kann ich mit dem kurzen Prozess machen. Safety Cap, don't swallow it. Das war auch eine Chance aus so einem Seelenherzen. Ich weiß es nicht. Nutze ich zu selten. Ey, du großer Wurm, du könntest ruhig auf der anderen Seite erstmal bleiben. Dann kümmere ich mich um die kleinen Würmer und dann darfst du glauben. Alles mit der Ruhe und mit der Zeit. Das lassen wir mal. Die Spotze sind eigentlich ganz okay. Nur die Charger sind lästig, finde ich. Nur diese kleinen. Die Little Chats oder so ähnlich. Ein Schadensraum. Okay. Sweet Suffering. Oh, nice. Und noch hier was Gutes, bitte. Bob's Rotten Head. Nee. Die Tarot-Cards sind einfach viel, viel geiler. Kann man sagen, was man will, ich mag sie lieber. Bei den Karten sind meistens nämlich gute Sachen da. Ach, so Mist, jetzt war ich zu greedy. Ach, ich hasse diese Gegner. Wo man immer warten muss. Das Stars. Oh Gott, das Stars hatte ich schon ewig nicht. Bringt mich das Stars nicht zu einem Itemraum? Das bringt dann in Challengers gar nichts. Da es keine Itemräume gibt. Kannst du mal ausprobieren. Ja. Teleportiert mich stattdessen. Oh, hier könnte ein Geheimraum sein. Danke. Für den Hinweis. Ja, Das macht es Stars. Ah, die Karte hätte ich gern. Wobei, es ist keine Death Card. Oder wie ist sie? Chaos Card. Ah, die mächtige Chaos Karte. Ob man die auch aus dem Tarot-Set kriegen kann? Das wäre geil. Wer sind wir jetzt gefährlicher? Du oder... Ich kann es nicht einschätzen. Eigentlich die. Ich habe noch kein Damage-Up. Ich habe null Damage-Up. Das dauert so ewig. Boah. Ah, das Sweet Suffering, das wirkt aber nicht so gut. Welcher Boss? Monster, ein Doppelpack, natürlich. Allein wäre es ja viel zu einfach, nicht wahr? Viel zu einfach. Mit meinem Damage Output. Super. Einer hätte schon ewig gedauert. Zwei dauern. Ich
halbe Weltreise Zeit. Ja, kotzt halt alle doch nur noch. Ich will mich erstmal um einen kümmern, jetzt ist es der andere im Weg. Macht der gar keine Jumps? Also keine Riesenjumps? Also so bewegen könnt ihr euch gerne. Wow, das hab ich fast erwischt. Scheinbar machen die keine Riesenjumps. Okay, dann geht's. Dann dauert's nur ewig. Komm her, du kannst doch sowieso nicht so weit. Komm. Das ist nervig. Und langweilig. Genau, komm näher, komm näher. Ja, genau. So ist es gut. Komm, ich kitzel dich mit meinem Schaden. Bewerf dich mit Wattebrüschen. Ein Damager! Wie nötig das ist. Habt ihr ja gerade gemerkt. Gutes Item. Curse of the Maze. Ja, das ist okay. Wow, das war gut. Eine Card. Der Emperor. Ich kann gleich zum Gegner. Nö. Obwohl. Warum eigentlich nicht? Ah, verflucht. Wheel of Fortune. Nee. Machen wir gleich den Boss. Chat. Chat allein wäre ja ganz okay. Wobei, ich mache einen richtig guten Damage. Wie es scheint. Oh ja. Vor allem. Der hält aber gar nicht viel aus. Der ist nur so schnell. Könnte einem Wheel of Fortune hier in den Weg stellen. Ein episches. Das finde ich cool an dem, dass der mehr kleiner wird, wenn man den trifft. Ah, das war schlecht. Little Chat. Dann will ich nicht. Little Brimstone. Oh, da hätte ich Guppy nehmen sollen. Da hätte ich Guppy nehmen sollen. Temperaments. Okay. Kann man nutzen. Oh. Hm, schon zu Ende. Little Brimstone. Nee. The Lovers habe ich jetzt. Und Wheel of Fortune. Wheel of Fortune kann ich vielleicht am Ende nutzen. Vor Mom. Oh, schaut mal die Karte an. Die muss scheinbar riesig sein, wenn ich noch nicht mal weiß, wo ich hier gestartet habe. Ist hier nicht erkennbar. Ich glaube, Little Chat sollte Herzen produzieren. Ein paar zumindest. Oh, Mama, okay. Da. Bös. Alles bös zu. Hier auszuweichen. Ja, Little Chat produziert Herzen. Ja, noch ein Temperaments wäre nicht schlecht. Bringt nichts. Gut, ich hätte da vielleicht. Was für ein Raum, erstmal die an der Wand zerstören. So, und jetzt kann ich mich auf diese garstigen kleinen Würmer konzentrieren.
Dann ist der Damage auch nicht mal schlecht. Two of Hearts. Gut, dann stellen wir es halt gleich schon hier hin. Two of Hearts gibt mir maximal bei 1,5 Herzen aktuell 1,5 Herzen. Und der Lovers gibt mir 2 Herzen. Ist zwar ein bisschen tricky, aber ich krieg eine ordentliche Anzahl an Herzen hin. Falls notwendig. Tower. Naja. Ach, da ging's weiter. Okay, dann muss ich doch da durch. Dann lohnt sich's vielleicht doch. Ach, verflucht. Danke. Das war die Maske. Nehme ich mal an. Oh, oh, shit. Nein, ich kann nicht ausweichen. Was für ein garstiger Raum. Okay, stirb, 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 stirb. Ach, okay, stirb am Gift daneben. Weigert sich? Der weigert sich einfach eiskalt. Gut. Okay. Machen wir Boom Boom. Oh, ich habe 15 Gold. Wenn da nicht Greed drin ist, dann bin ich glücklich. Judgment. Zur Not gibt es da einen Beggar. Kein Greed. Oh. Ich könnte... Nein, das bringt... Ach, das ist Schrott. Ich könnte die Tarotkarten hergeben und dafür Herzen sammeln. Aber mit den Tarotkarten kriege ich halt auch ordentlich Herzen. Nein. Nichts da. Lass mal weiter schauen. Nein, ich hab bloß ein Drittel des Raums zur freien Bewegung. Der Rest wird von Gegnern belagert. Zwei Pilze. Vielleicht habe ich Glück. Das. Tja, das bringt mich zum Nirvana oder wo auch immer hin. Eieiei. Schon mal ausgedünnt. Ich würde gerne noch mehr ausdünnen. Gut. Gut. Und exzellent. Danke. Das kann ich gut gebrauchen. Auf meiner Quest, Mom zu besiegen. In dieser Challenge der Karte. Oh, da könnte in dem Raum ein Würfelraum sein. Das könnte witzig werden. So ein Reroll aller Items? Das war ja schon mal nicht schlecht. In einer anderen Challenge. Die sonst wahrscheinlich ziemlich grausam gewesen wäre. Noch hier. Hier ein Brimstone erwürfeln werden. Das wird geil. Hey, Kothaufen, wie geht's? Gib mir was. Lebt noch einer? Tatsache, Tatsache. Okay, du hast mir ein Herz gegeben. Sonst gibt's hier nichts. Schade. The High Priestess. Der Damage von ihr ist gar nicht mal so schlecht. Das ist sogar Reroll von allem. Okay. Das Risiko wollte ich eingehen. Ich habe jetzt eine Smart Fly. Ich habe einen Laser. Ich habe 2 Begleiter. Oh Gott, was habe ich denn alles? Ich habe Leo. Ich habe Cancer. Nee, oder? Ist das? Nee, Gemini ist das. Guppies Collar habe ich noch. Stimmt das Damage ab?
Viel Leben kam dazu. Also ich glaube, das war ein gutes Ergebnis. Ja, das sehe ich als gutes. Das hätte ich gerne. The Sun. Oh, ich sehe ja gerade, ich habe ja noch ein Baby. Ich habe ja 3 Babys jetzt. Geil. The Sun und The Lovers. Dann nehme ich diesmal The High Priestess lieber mit. Da Damage. Nur gegen Mom darf ich es nicht einsetzen, aber gut. Halt. Fehler. Ich habe voll viele Herzen bekommen. Dadurch. Das finde ich echt geil. Ich glaube, ich bin langsamer geworden. Fühlt sich zumindest so an. Und riesig, auf jeden Fall riesig. Ich sehe aus wie ein wandelndes Haarknäuel. Bomben. The Tower. Mit den... Ach, egal. Ja doch, nee, freilich. Vielleicht ist da so ein Mini-Pilz dabei, der mich klein macht. Ach, hier wurde ja auch alles rerollt. Da muss ich sowieso umschauen. Ah, Mist. Ich kann zwar drüber laufen, aber... Die Chance auf Schaden. Na gut. Herzen wieder bekommen. Alles cool. Ich bin perfekt für Mutter gewappnet. Das finde ich cool, dass auch die ganzen Räume neu gewürfelt wurden. Hier liegt jetzt überall was rum. Oh, geil. Selbst das wurde neu gewürfelt. So. Oh ja, jetzt wiederum kann ich das mitnehmen. Dann können wir mal einsacken. Nehme ich alles mit. Und unten ist der Supergeheim. Ah ja, da ist der normale Geheimraum. Oh, was? Bin ich da nicht vorbeigelaufen? The Fortune. Okay, brauchen wir nicht. Liebe The Lovers. 2 Herzen mehr. Wobei. Das funktioniert nur einmal. Was? Da kommt man also nicht rein. Dann halt von hier. Für Bomben. Der Würfelraum mit der 6 würfelt alles komplett durch. Ich glaube, 2 würfelt nur die Items durch. Aber 6 macht alles komplett neu. Das ist schon ziemlich geil. Und immer ein Nervenkitzel, weil das kann auch nach hinten. Oh, das kann deutlich nach hinten losgehen. Das war doch da vorne eine Pille, oder? Noch eine Karte. Wheel of Fortune, okay. Super Geheimraum. Ein Blackheart. Sehr schön. Hier ist der Hierophant. Dann ist der Blackheart voll. Und hier haben wir der Hanged Man. Fliegen. Nein. So. Das hat sich doch richtig gelohnt. Geil. So, Mom. Vorletzte Ebene. Okay. Ich sehe jetzt die Geheimräume. Jetzt sehe ich auch, wie viel Damage meine machen. Also gar keinen, wie es scheint. Der Damage ist bescheiden. Oh, jemand kann slowen. Ach, du bist das Rainbow Baby. Oh, dich will ich nicht. Bleib mir bloß fern, du blödes Viech. Da bleibe ich lieber bei der Safety Cap. Reed, mein alter Kumpel. Wie geht es dir? Das Rainbow Baby ist nicht schlecht. Das ist Fun. Fun pur. Oh, unten runter. Okay. Boah, wie ich gejubelt hätte, wenn ich den Brimstone bekommen hätte. Aber sollte nicht sein. Leo crusht hier alles nieder.
Der Hauptdamage kommt von den Fliegen. Dieses Infested Baby rausrückt. Ja, vielleicht ist hier irgendwo ein Gang nach unten. Deswegen alles crushen. Leo Crush. Wow. Ah ja, stimmt, die Smartfly habe ich ja auch. Oh Gott, mit der Smartfly wird es ein Kinderspiel, vermute ich. Gegen Mom zu kämpfen. Gut, ich mache zwar nichts mit meinem Laser, aber ja, ich versuche am Leben zu bleiben und Smartfly macht den Rest. So, in etwa wie jetzt. Temperaments. Ja. Du klappst. Okay, Bomben doppelt. So, dann spenden wir doch mal. Oh, Schaltharz. Das gefällt mir. Das nehme ich sogar lieber an. So, was gibt es hier? Coin. Stack. Und 1 plus 1. 1 plus 1. Das ist doch jetzt schon Marms Ebene, oder? Ist das die vorletzte? Ich glaube, das ist die vorletzte. Lohnt sich da 1 und 1 noch? Eigentlich nicht. Oder? Ah, wenn er doppelte Herzen bekommt, dann kann ich nochmal in die Maschine investieren. Andererseits, brauche ich das? Ich nehme es trotzdem. Forever 1 Free ist nicht schlecht. Und ich will sowieso noch ein bisschen erkunden. Und schon wieder hat so ein Würfelraum eine Challenge in etwas Witziges umgewandelt. Könnte man sagen. Oh, ja. Ja, ich weiß, was ihr was wollt. Gut. Doppelt Money. Na, du störst mich nicht. Was haben wir hier? Der Joker. Ja, damit. Wartet. Ich hätte Guppy werden können. Na, ja, die brauche ich jetzt auch nicht. Crush, crush, crush everything. Fluch, die treffen mich voll. Komm, Smartfly. Mach's platt. Wohl. Smartfly. Or win. Oh, hier könnte was drin sein. Ah, hier könnte immer noch was drin sein. Aber erst nachdem ich die besiegt habe. Drei Truhen? Das ist immer geil. Drei Truhen. Ist wie lose ziehen. Da können voll viel Crap drin sein. So wie eben die Bomben. Das ist sowas wie Niete. Und zwei Seelenherzen. Sehe ich sowas an wie... Ja, wenn man so ein Teil für 1 Euro kauft, dann ist es halt 5 Euro oder so, also wenn man das kriegt. Das da ist 1 Euro und das da ist auch eine Niete. Und einen Jackpot hat man natürlich, also Gutbeträge hat man natürlich, wenn man es schafft, da deutlich mehr rauszuholen. Ein Item oder so. Ein gutes Item noch dazu. So, der Sun ist schon mal nicht schlecht. Jetzt kommt's ja da auch doppelt raus. The Money. Nein! So, was? Wieso ein Halb? The Portable Blood Bank. So, das reicht auch. Oh, der Raum ist nervig. Schön. Ja, die Herzen, die werde ich jetzt so mit der Zeit wieder auffüllen. Aber genügend Puffer. Flatworm.
Der bewirkt nichts beim Laser. Hm, schade. Zu langsam, zu langsam. Ich bin zu langsam. Holy moly. Dadurch den Laser machen wir keinen Schaden. So kann's gehen und schon ist mein Puffer wieder verbraucht, könnte man sagen. Der Hierophant. Und schon ist wieder ein Puffer da. Ja. Hm. Ja, Leo gefällt mir eigentlich. Damit kann man das alles nachschauen, was man gerne nachschauen möchte. Ist da was drunter, ist da was drunter, ist da was drunter. Gut. Ja, ich habe jetzt keine Herzen auf Reserve, aber das macht nichts. Die kriegen wir bestimmt noch. Hoffe ich mit dem 1 plus 1 Item so... Wartet. Da drüben ist ja noch der Supergeheimraum. Und in den Shop kann ich auch nochmal reinschauen. Ich habe jetzt so viel Kohle angesammelt. Da kann man gnadenlos alles aufkaufen. Wie zum Beispiel das. Ja. Was haben wir hier? Hagalaz Destruction. Alles im Raum zerstört. Strange ist gut. Der Hermit. Aha. Tower. Ich glaube, der Hermit nehme ich mit. Dann nehme ich dann extra Herz mit. Ich schau mal an, was das ist. Two Clubs. Mhm. Hermit und The Sun. Strange. Ist auch nicht schlecht. The Sun oder Strange? Also, muss man schon sagen, The Sun austauschen? Aber Strange... Ich glaube einfach daran, dass ich nochmal Strange oder sowas finde. Der Hermit portet mich zu einem Shop und ich habe ordentlich Geld. Heißt, in der letzten Ebene, wenn das nicht die letzte Ebene ist. Ach, das weiß ich bis immer noch nicht. Es gibt bestimmt auch eine Möglichkeit, das nachzuschauen. Aber ich weiß es nicht. Du interessierst mich nicht. Schön, dass ich die einfach ignorieren kann und trotzdem weitergehen kann. Die kleinen Kopien von unserem Greed. Die stören. Der Fool, ne? Der Fool brauchen wir nicht. Den wollen wir gar nicht. Das ist blau. Okay. Ha, das ist gut, das kann ich gleich nutzen. Und schon sind die Herzen wieder aufgefüllt. Hier gibt's nichts. Der super Geheimraum. Da fülle ich wenigstens meinen Jar wieder auf. Gut. Oh, der Gegner ist sogar weg, wenn ich wieder reingehe. Das ist cool, das wusste ich auch noch nicht. Dass das so klappt. So, Hermit, um direkt in der nächsten Ebene zum Ding hin zu teleporten. Mask of Infamy. Alles klar. Alle. Lass mich. Geh weg. Geh weg. Ja, jetzt hast du es. Jetzt hast du es. Jetzt greift die tiefe Liga an. Jetzt greift sie dich an. Das mochte sie nicht. Bleib doch mal stehen, damit die Fliege dich killen kann. Geil. Ja, okay. Kann man mitnehmen. Ja, gut. Nächste Ebene. Boah, das dauert schon voll lang. Oder? Wir sind schon ewig hier drin. Lass mal schauen. Ja, Shop. Steam Sale. Gut. Eigentlich, ja, brauche ich gerade nicht. Oh, könnte es sein, dass wir beim Supergeheimraum sind und gleich in der Nähe vom Bossraum? Das wäre geil. Hier könnte ich wieder Money generieren. Jede Menge Money.
Es lohnt sich nicht, hier irgendwas zu kaufen. Also, es war nichts Wichtiges zu kaufen. Oh. Brauche ich das noch? Nö, eigentlich nicht. Den versteinerten Pup brauche ich nicht. Der ist ganz am Anfang ganz nice. Eine Joker-Karte. Oh. Das nehme ich mit. Spirit of the Night. Ich kann fliegen. Und ich habe Spektral... Laser? Ist... Warte. War ich jetzt im Supergeheimraum? Nein, war ich nicht. Ach, du Heilige. Na, wunderbar. Also, wenn mir das bringen soll, aber ich kann hier jede Menge Geld generieren. Nö, vielleicht gibt's noch was zum Spielen. Die Challenge wird dann lang dauern, aber gut. Dafür ist sie unterhaltsam. Aus einer Karten-Challenge wurde eine Random-Challenge, könnte man sagen. Ich hab bald den Dollar zusammen. Explodiere! Eigentlich will ich bloß eine Bloodbag noch haben. Das wäre schon ganz cool. Boah, ein bisschen mehr Geschwindigkeit wäre auch nicht schlecht. So, das kann ich mitnehmen. Da ich Money habe, kann ich das mitnehmen. Und das nehme ich mit. Auch wenn ich es nicht brauche. Das Herz brauche ich eigentlich auch nicht. Hm, okay. Kein schwarzes Herz. Da ist ein schwarzes Herz. So. Ha? Da haben wir doch was zum Spielen. The Devil. Das gefällt mir. Devil macht mich auch stärker. Genauso wie Strange. Glaube ich zumindest. Wenn nicht. Tja, dann halt nicht. Super Greed. Mist. Oh. Schaut mal, was da. Was ich. Mir selbst gedroppt habe. So much money. Ich bin Stompy, aber fliege über allem. Das ist auch interessant. Ein interessanter Effekt, den wir hier haben. Ah, schade. Ich dachte, ihr jumpt nicht. Naja, das wäre geil. Schön. Was haben wir hier? Schwupp. Na gut, das brauche ich nicht. Und da drin ist Justice von allem etwas. Im Doppelpack natürlich. Devil, was ist das? Vision. Ah, das hat glaube ich denselben Effekt wie World. We the World. Okay, links ist sogar noch ein Arcade. Aber oh, ganz ehrlich. Ich will es dann länger verlängern. Das ist jetzt nicht mehr notwendig. Ich glaube, wir sind super the Mom ausgestattet. Ah, Mist, jetzt habe ich da extra Gegner beschworen. Die müssen natürlich auch besiegt werden. Auch wenn ich jetzt nicht die stärkste Kombination habe, aber die Mischung aus dem Ganzen, das ich jetzt habe... Und ich lebe auch extrem lange. Das macht schon was aus. Natürlich mache ich noch mehr Gegner. Warum auch nicht. Okay. In die Bibliothek möchte ich mal schauen. Vielleicht gibt es da noch ein geiles, besseres, aktivierbares Item als das, was ich habe. Chariot, Unbesiegbarkeit. Nein. Book of... Ja.
Okay. Tja, dann ist es wirklich schnell zu Ende. Mit der Bibel läuft das alles. Wir wissen, was die Bibel bei Mutter bewirkt. Mutter mag die Bibel. Sie liest sie gerne und verzichtet dann auf unsere Vernichtung, wenn sie sie lesen darf. Ah, ich liebe Spirit of the Night. Oje. Da lebt ja noch einer. Egal. Die können nix. So, hier Tower, Terminals, okay. Ach, warum schaue ich das eigentlich alles noch an? Wir haben gewonnen. Die Challenge ist abgeschlossen. Kann nichts mehr schief gehen. Ich müsste jetzt noch verlieren. Aber die Smartfly verhindert es. Die verhindert das alles. Uah. Nicht so langsam. Mom? GG. Ach ja. Okay. Polaroid und geschafft. SMB ist ein Superfan, da verwandelt mich zu Super Meat Boy und das gibt einige Boosts, sowohl Stärke, Speed, Tiers, HP, ich glaube, das ist ein ziemlich geiles Item, wenn man das jetzt kriegt, deswegen wollte ich freischalten. Okay, vielen Dank fürs Zusehen, Like bitte nicht vergessen und ciao, bis zum nächsten Mal.